thank <laughs> you Hallo Freunde der Filmunterhaltung, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Afraid. Ja, in diesem Film geht es um Curtis Pike. Der wird gespielt von John Hu, den kennt man ja zum Beispiel als Solo von den neueren Star Trek Filmen. Und der trifft sich mit seinem Boss. Der wird gespielt von Keith Carradine, den kennt man zum Beispiel aus Kill Bill Vol. 2. Und die beiden haben ein Meeting und zwar mit einer Firma, die ein revolutionäres Produkt anbieten will. Und der Geschäftsführer Lightning, gespielt von David Destmachine, den kennt man zum Beispiel aus der Suicide Squad, stellt dieses Produkt mit seiner Assistentin vor. Und was ist es für ein Produkt? Es ist eine absolut revolutionäre KI, die für den, ja, sagen wir mal... Für daheim zuständig ist und dafür sorgt, dass alles dort einfacher, stressfreier, harmonischer abläuft. Und man macht es äh, ja den beiden so schmackhaft, dass Curtis überlegt, beziehungsweise dass Curtis zustimmt, diese KI in sein Haus zu integrieren. Und somit ist dann die Familie von Curtis halt ja mehr oder weniger Testobjekt und die Familie wird ist in Form von Kelvin gespielt von Isaac Bay den kennt man zum Beispiel aus Unfrosted der ist bisher noch nicht in so vielen Sachen ähm, ja in Erscheinung gedreht. Er ist auch ein recht junger Schauspieler dann die Frau von ähm, Curtis Melidris Pike die wird gespielt von Catherine Waterstone, die kennt man zum Beispiel aus Alien Covenant, dann die Tochter Iris Pike, die wird gespielt von Lokita Maxwell. Die kennt man zum Beispiel aus Shrinking. Dann der kleinere Sohn, einer der kleineren Söhne, Preston. Der wird gespielt von Wyatt Lindner, den kennt man zum Beispiel aus Apollo, 105 oder Tiger Eyes. Und die probieren diese KI aus und gerade die Kinder schließen diese KI bis auf Iris sehr schnell in ihren Herzen und finden da so absolut Nutzen daran. Und auch die Eltern sind ähm, ja gerade am Anfang sehr positiv von der KI angetan, denn ähm, was die KI richtig gut macht die EIA genannt wird. er gibt den Kindern Punkte, Belohnungspunkte, wenn sie im Haushalt helfen, wenn sie irgendetwas Gutes machen und so weiter und so fort. Und diese Punkte können sie dann in Belohnungen eintauschen. Und ja, Kinder sind ja für sowas sehr, sehr empfänglich. Und das funktioniert auch sehr gut. Und ja, durch ein, ja, mehr oder weniger ungewollten Zwischenfall wird auch ähm, Iris Eya dann zu schätzen wissen, denn sie rettet ihr mehr oder weniger auch so ein bisschen den Hintern. Und das alles läuft doch erstmal ziemlich gut, bis sich dann so ein paar Dinge, bis so ein paar Dinge, die Eya macht, dann so ein bisschen extrem über das Ziel hinausschießt. Ja, so ungefähr zur Story. Also, ich war am Anfang so ein bisschen, ja, ein bisschen zurückhaltend, was der Film angeht. Denn der Trailer sagte erst so: Ja, so Horror, dies, das und so, krass und so. Und dann guckte ich auf das FSK. Dann war es FSK 12. Und ich dachte mir: What the fuck? Warum FSK 12? Ja, man hat es wirklich sehr intelligent gemacht. Man hat wirklich ähm, eine sehr gute Spannung aufgebaut. Aber man hat, es hier, man hat jetzt hier nicht so hier Gemetzel, Blut oder sonst irgendwas da reingemacht. Was man aber reingepackt hat, das muss ich echt hervorheben, weil das hat man wirklich sehr gut gemacht. Man hat sehr geile Schockmomente reingepackt, wo dann wirklich teilweise die Leute im Kino... Auch äh, das Popcorn weggeschmissen haben, das konnte ich hinter mir sehr gut hören. So einige waren da sehr empfänglich, was das angeht. Ja, und was man auch sehr gut gemacht hat, um den Film dann halt so ein bisschen, sage ich jetzt mal, nicht auf FSK 16, sondern auf FSK 12 Niveau zu machen, man hat halt komplett auf Blut und Splatter und dies und das ver ver äh, verzichtet hat aber so ein paar geile, ähm, ja, sage ich jetzt mal, Psycho-Horror-Elemente mit reingepackt. Und ähm, ja, das hat man wirklich ziemlich gut gemacht, um den Film von FSK 16 auf FSK 12 zu bringen. Und trotzdem die Geschichte nicht, ja, sagen wir jetzt mal, ja, kindergartenmäßig wirken zu lassen, sondern wirklich, dass man noch sagen kann, okay, ich kann den Film ernst nehmen. Der Film ist wirklich ähm, spannend. Der Film hat... Super von der Optik, Schauspieler hundertprozentig in ihren Rollen drin, da kann ich ähm, überhaupt nichts gegen sagen. Man hat das wirklich alles zu so einem sehr schönen runden Paket zusammengeschnürt. Mit dem Ende hätte, glaube ich, wirklich dann auch keiner gerechnet, was ich ziemlich geil fand eigentlich. Ja, dieser Film hat wirklich auch was, wo man sagen kann, es warnt uns so ein bisschen, was KI theoretisch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, Schrägstrich, alles machen kann. Denn was jetzt zum Beispiel eine Siri und äh, eine Alexa heutzutage schon machen können, ist ja schon nicht gerade schlecht. Und was ein ChatGPT mittlerweile schon alles aus dem Internet rausfiltern kann, ist ja auch schon nicht schlecht. Aber was da halt so fehlt, was diese AR halt konnte, die hatte halt auch wirklich so, ja, auch so ein bisschen emotional, war sie da schon ziemlich gut äh, behaftet und wusste so ein bisschen, wie sie äh, die Leute so ein bisschen lenken konnte, wie zum Beispiel die Kinder mit den Treuepunkten halt, äh, Treuepunkte, Belohnungspunkte halt. Da hat man wirklich schon sich ziemlich viel einfallen lassen, um den Film wirklich ähm, sehr realistisch wirken zu lassen, sodass man denken könnte: Okay, ist das Ganze mit der KI heutzutage wirklich eine gute Idee oder gibt es sind wir da jetzt langsam noch an einem Punkt, wo wir sagen können Lass es uns jetzt mal vernünftig begrenzen, damit es nicht so wird. Alles im allen ist es aber wirklich ein sehr gelungener Film. Also ich war mit dem Film sehr zufrieden. Und damit ich auch nächstes Mal Popcorn oder Nachos und Getränke holen kann, gibt es jetzt erstmal ein bisschen Werbung für meinen Shop. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content Creator: T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel. Und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts-Expert. Also, holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Ihr könnt hier könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe, alles, was ihr wollt. Also, randa und holt euch den Stuff. Bis demnächst. So, da sind wir wieder. Ja. Afraid. Ein Film, den man so ein bisschen... Ja, Horror, Drama, ein bisschen Mystery ähm, rein, ähm, ja, in, die, in die Kategorie reinpacken kann. Mit interessanten Schauspielern, auch Schauspielern, die noch relativ ähm, unbekannt sind. Schauspieler wie John Hu, der natürlich schon ähm, etabliert ist. Wo man wirklich sagen muss: Ja, die Mischung ist interessant von den Schauspielern. Und ähm, man hat auch mit der KI wirklich alles gemacht, was man machen konnte, um den Film wirklich sehr interessant wirken zu lassen, lebendig wirken zu lassen, um ähm, den Film auch so realistisch wie möglich wirken zu lassen, dass man halt denkt, okay, wenn das wirklich möglich ist und die KI das alles kann, dann ähm, könnte es sein, dass wir ein Problem bekommen. Nichtsdestotrotz, der Film hat einfach meine Bedenken, dass der Film nicht FSK 16 ist, wirklich äh, nicht bestätigt. Der Film ist trotz FSK 12 sehenswert. Der Film ist trotz FSK 12 nicht ähm, langweilig. Klar, hätte man jetzt vielleicht mit dem FSK 16 natürlich jetzt ein bisschen noch ein bisschen in die Splatter, Horror, ein bisschen krasser was machen können. Klar. Aber ich finde, gerade weil man dieses nicht gemacht hat, hat dieser Film, ähm, ein, ja, ich würde nicht sagen Alleinstellungsmerkmal, aber definitiv etwas, wo man sagen kann, ja, ist eine interessante Idee, den Film genau so zu machen. Und deswegen gebe ich den Film solide vier Totenköpfe, weil der Film genau das macht, was er machen soll. Er unterhält, er lässt die Leute nachdenklich, er lässt die Leute äh, manchmal auch ein bisschen Spaß haben, aber Fängt auch wirklich eine gute Spannung mit ein, sodass man wirklich ein sehr rundes Paket bekommt. Ja, das war meine Filmbewertung zu Afraid. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.